Flying Food, könnte man auch sagen, vom Flying Buffet. Damit sind wir beim Sport. Anna, worum genau, geht's? Vom Flying Food, vom Fast Food, wie auch immer, auf jeden Fall zu schnellen Sportlern. In einer knappen Woche, da geht es los mit den Paralympics in Tokio. Heute wurden knappe 30 Athleten von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Frankfurt verabschiedet. Eine der Medaillenhoffnungen ist auch Felix Streng. Der 26-Jährige ist Unterschenkel amputiert und möchte im Sprint die Nase vorne haben. Aber nicht nur da liegen seine Talente. Mirjam Pekeler und Hanna Nitsche. Tja, und wenn es dann einmal läuft, dann so richtig, zumindest bei Alexander Zverev. Nach seinem Olympiasieg vor 2,5 Wochen in Tokio, da schlägt er nämlich gerade in den USA beim Cincinnati Masters auf. Noch nie hatte er bei diesem Turnier ein Match gewonnen. Bis jetzt. Reinhard Brinks mit den